wunderschönen guten Abend hier zum ersten XCG-WM-Stammtisch live aus Falun, aus dem Glasstudio von Ericsson Digital Experience. Ja, ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Serie von Talks am Abend der Weltmeisterschaft. Und für die erste Sendung habe ich mir zwei Experten eingeladen, die stellvertretend für ihr Land sozusagen die Chancen einschätzen sollen. Zum einen alter Bekannter am Stammtisch, Peter Schlickenrieder, ARD-Langlauf-Experte, Olympia-Silbermedaillengewinner, nicht zu vergessen im Sprint, wird nachher, glaube ich, ganz wichtig sein als Thema. Und DSV-Vizepräsident, also kann auch ein bisschen was zum Verband oder zu den Strukturen da sagen. In der Mitte ein neuer Gast, Adriano Üsepi, Langlauf-Experte der Schweiz. Ja, Adriano, du bist OK-Chef Weltcup Davos, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Und ehemaliger Disziplinchef Langlauf im Schweizer Skiverband. Also auch da Einblicke in den Verband und wie gesagt eben jetzt als Experte für das Schweizer Fernsehen hier tätig. Ja, vielleicht mal so als erste Frage an euch, was erwartet ihr euch von dieser Weltmeisterschaft? Es ist eine skandinavische Weltmeisterschaft, die wir zuletzt ja in Oslo hatten und gesehen haben, wie Skandinavier einfach diese Sportart leben. Was erwartet ihr euch von den Zuschauern, von der Stimmung und allem? Fange ich an. Also ich denke mal, wird sicher interessant zu sehen sein, ob in Schweden ähnlich der Langlauf-Virus zum Zünden kommt, wie wir es in Norwegen eigentlich erlebt haben, in Oslo. Weil wenn man zurückblickt, waren ja die Weltcups hier in Falun eigentlich nicht mehr so der Hammer wie letztlich in Oslo. Also von daher bin ich wirklich gespannt, nachdem aber jetzt eben Charlotte Kalla, die Schweden erfolgreich sind oder wahrscheinlich auch sehr erfolgreich da starten werden, glaube ich schon. Oder das, was wir jetzt an Ticket-Vorverkäufen gesehen haben, scheint das wirklich volles Haus zu werden und vielleicht dadurch letztlich hat den Schweden nochmal eine wichtige Initialzündung zu geben. Ist das eine ganz spezielle Stimmung, wenn Skandinavien-Weltmeisterschaften stattfinden? Auf jeden Fall. Obwohl ein Drittel der Tickets sind ja nach Norwegen verkauft worden, also da werden die Norweger sicher auch ein Wörtchen mitreden. Aber ich denke, die Vorzeichen sind nicht schlecht. Die letzten zwei Großmeisterschaften haben ja die Schweden eigentlich auch mitdominiert. In Sochi und auch in Val di Fiemme. Also die Vorzeichen sportlich gesehen wären eigentlich gut. Sie haben jetzt ein bisschen Probleme da mit Krankheiten und so weiter, mit Verletzungen. Aber da gibt es sicher ein super Skifest. Ja. Die Strecken, die hier angelegt wurden, wurden ja vor zwei Jahren nochmal verändert. Vielleicht als erstes mal die Frage, hat es was gebracht oder war es eigentlich ein Rückschritt, sage ich jetzt einmal, nach diesem Eklat, wo die Athleten sich dagegen gestellt haben, gegen den Mörderbocken und gegen die Abfahrt? Nein, ich denke, da haben sie sehr gute Anpassungen gemacht, was ich jetzt da gesehen habe. Die Strecken wurden sehr, sehr schön ins Gelände eingebaut und vor allem der Mörderbocken wurde mit den Sprintschlaufen da wirklich super ergänzt. Also das gibt sehr spannende Wettkämpfe, sei es in jeder Disziplin, denke ich. Ja. Und bleibt aber trotzdem hart. Also der Mörderbocken verliert, glaube ich, seinen Schrecken nicht. Wäre ein sehr entscheidender Streckenabschnitt werden. Also wer gewinnen will, muss diesen Mörderbocken wirklich gut verdauen, gut beherrschen, gut bewältigen können. Weil sonst hast du, glaube ich, auf der doch summa summarum recht schweren Strecke eigentlich keine Chance. Also von daher ist tatsächlich, die Änderungen waren nochmal gut und wichtig, weil das ist wirklich spannende Wettkämpfe, vor allem auch für den Zuschauer hier im Stadion. Also du siehst große Streckenteile ein und das macht es eigentlich erst richtig gut auch, wenn eine Stimmung, Atmosphäre aufkommen soll, wenn man sozusagen seinen Protagonisten 15 Minuten lang verfolgen kann, wo er ob er in Führung liegt, ob er zurückgefallen ist, was passiert. Also von daher, glaube ich, werden das wirklich spannende Wettkämpfe und sind gut angelegte Strecken. Ist wahrscheinlich dann auch für den Athleten an sich nicht schlecht, sage ich mal. Ja, logisch. Beziehungsweise motivierend, wenn er überall zuschauen sieht. Klar, ich meine, die Zeiten, wo man da wirklich stundenlang allein unterwegs war, die sind Gott sei Dank vorbei. Man ist nah am Zuschauer, man hat kleine Runden. Also es ist sowohl für den Fernsehzuschauer wie vor allem auch für den Zuschauer vor Ort eine spannende Geschichte. Da passiert was, da ist man nah dran, da ist man im Geschehen und der Athlet liebt es ja, wenn er da den Berg hochgepeitscht wird. Und von daher ist natürlich gerade für Nationen, jetzt habe ich ja die Deutschen, die ja nicht davon leben, dass das Team jetzt zusammenhält, dass man alle Energiereserven mobilisiert, die brauchen den Zuschauer. Also die brauchen tatsächlich diese motivierenden Anfeuerungsrufe. Der Veranstalter hat das noch clever gemacht, er hat überall ein bisschen Platz gelassen für die Camps, da werden die Norwegen sich installieren, die Schweden sowieso haben da schon die Zelte aufgebaut und es gibt natürlich eine Riesenstimmung. Wer sind für euch die von den Nationen her gesehen jetzt immer die Top-Favoriten, also die meisten Medaillen am Ende abräumen werden? Ja, ich glaube, Norwegen wird keiner vorbeikommen, also ich meine,
so blind kann man gar nicht sein, dass man im Endeffekt das, die Saison übersehen hätte, die sind schon wirklich extrem stark. Also die sind nochmal stärker wie die Jahre zuvor. Also von daher sage ich jetzt mal, gerade auch der letzte Weltcup wieder, wenn auf einmal der Sprinter die Einzeldistanzstrecken gewinnt, also da siehst du erstmal, was da los ist, was da abgeht. Vor allem, also Norwegen ist das Land der Länder, gell? Ja, absolut. Vielleicht haben sie den Höhepunkt ein bisschen früh gehabt wieder. Die haben natürlich so einen Konkurrenzkampf, dass sie sich selektionieren müssen überhaupt für diese Weltmeisterschaft. Und ein paar haben den Zenit sicher überschritten. Aber in dieser Breite sind sie trotzdem eine Macht. Und die Schweden haben ein paar Ausrufezeichen setzen können jetzt am Schluss, aber sind sicher nicht so stark mannschaftlich gesehen. Die Russen sind natürlich auch immer für eine Überraschung gut, dann einzukämpfen aus verschiedenen Nationen, Finnland. Ja, genau, Schweiz. Hoffentlich. Wollte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte jetzt aber eigentlich gleich darauf hinaus. Also Schweiz und Deutschland sind noch nicht gefallen, die zwei Nationen im Endeffekt. Was dürfen wir erwarten? Also Sticky vielleicht einmal stellvertretend für Deutschland? Also ich glaube, die Erwartungen dürfen wir wirklich nicht zu hoch schrauben. Also ich würde fast sagen, dass eine Medaille schon eine Überraschung gleich kommt, beziehungsweise man tut jetzt alles dafür, dass man die wenigen Chancen, die man hat, optimal nutzt. Also sprich Teamsprint, Staffelwettbewerbe sich darauf fokussieren. Also wenn eben Nicole Fessel, die ja im Einzellauf auch sehr stark ist, eben verzichtet zu Liebe oder zugunsten der Staffel, dann weiß man eigentlich schon, man setzt hier auf die richtige Karte und das kann unter Umständen dann wirklich das Zünglein an der Waage sein, dass unsere Athleten eben in Teamwettbewerben vielleicht ein Ticken frischer sind, wie die Athleten, die einfach alle Rennen mitlaufen. Ja, ja, bei uns ist es so, dass wir natürlich einen Namen haben, der da sicher sehr große Hoffnungen schürt in der Schweiz. Er hat es auch bewiesen in den letzten Jahren, Dario Colonia, dass er immer an großen Meisterschaften fit ist und auch sehr gut mithalten kann, also ihn haben wir sicher auf der Rechnung. Und dann, ja, ist es ein bisschen unglücklich, dass der Skiathlon gerade vor dem Teamsprint wäre, sonst hätte man vielleicht auch etwas anderes aufstellen können für den Teamsprint und vielleicht in Wörtern mitreden können. Der Sprint ist leider in der falschen Technik für die Schweizer, das kann man auch klar sagen. Dass sie für uns aber auch, für uns auch die falsche Technik. Schon. Und die falsche Strecke. Zu steil. Ja, eben, da haben wir wahrscheinlich Mühe da mitzuhalten. Und dann, in der Staffel wurden wir auch wieder geschwächt, jetzt mit der Verletzung von Kurtin Perl. Das wäre wirklich eine interessante Staffel gewesen. Jetzt haben wir einen Ersatzmann auf der Startablösung. Kann auch funktionieren, aber natürlich viele Fragezeichen. Wenn man es aber jetzt mal so insgesamt vergleicht, Schweiz, Deutschland, dann ist es wahrscheinlich in Deutschland eher so, dass die Damen eher die sind, die dann wahrscheinlich eher für Medaillen in Frage kommen, in der Schweiz dann eher die Herren. Ja? Definitiv, ja. Wir haben zwar jetzt die U23-Weltmeisterin am Start, aber der Weg zur Elite, dort vorne mitmischen, ist natürlich noch weit auch für sie. Und das weiß sie auch, ist es vor allem Erfahrung, die sie sammeln muss. Und sonst ist das Damenfeld sehr dünn in der Schweiz. Das ist so. Das ist in Deutschland ja ähnlich. Also wir haben auch die Juniorenweltmeisterin am Start und den U23-Weltmeister. Ja, Viktoria Karl hat da bei den Juniorenweltmeisterschaften in Almaty wirklich eine tolle Leistung hingelegt. Kann man nicht anders sagen, aber auch da muss man sagen, wenn der Schritt vielleicht nicht ganz so groß ist wie bei den Männern, es ist einfach ein deutlicher Step nach vorn. Und von daher, den wird sie tun, aber sie hat natürlich nichts zu tun mit den Medaillen und an dem werden wir letztlich gemessen. Aber wie du es schon gesagt hast zu Anfang, die Mädels sind trotzdem also überraschend stark. Also für das, was im Endeffekt den Weggang der großen Namen, den sie zu verkraften hatten, Steffi Bühler, die sich toll entwickelt hat, Nicole Fessel, die jetzt wirklich schon mehrere Top-10-Platzierungen hat, oft die beste Nicht-Skandinavierin war. Also von daher sagen wir, haben die Mädels haben eine gute Stimmung, haben sie gut entwickelt, holen, glaube ich, im Moment tatsächlich das Optimale raus aus ihrer Leistung und präsentieren sich hier sehr gut. Und eine Norwegerin wäre das Medaillenkandidatin, absolut. Ja, kann man nicht anders sagen. Vier Monate vorne. Das ist natürlich kein Wunschkonzert, gell, so eine Weltmeisterschaft oder so ein Langlaufsport. Jetzt sind wir zwar wenige Minuten vor der Eröffnungsfeier, aber es haben heute schon Wettkämpfe stattgefunden, die Qualifikationsrennen, bei denen sich die sogenannten Exoten für das Einzelrennen am Dienstag und am Mittwoch qualifizieren können. Habt ihr das ein bisschen verfolgt? Wie seht ihr das insgesamt, dass es dieses Qualifikationsrennen gibt? Das ist eine super Sache. Es war auch viel los, eigentlich auch viel Publikum. Ja. Ich war erstaunt, dass so viele schon heute gekommen sind, um die anzufeuern. Man kann das Ganze testen, natürlich hat es auch diesen Aspekt oder für den Organisator. Man kann alles wirklich eins zu eins einmal durchlaufen lassen. Und von dem her war
das toll, auch super Strecken, das hat man wirklich gesehen, wie sie das herrichten da schlussendlich, also es macht Lust auf mehr. Ja, und schon eigentlich ein ganz kurzes Leistungsniveau, wenn man jetzt die Argentinier sieht, Chilenen sieht, also wo du sagst, sind schon exotische Athleten, oder heute haben wir die iranische Läuferin, also die erste Frau, die jetzt für den Iran startet, also toll, also faszinierend, was für ein Niveau die schon mitbringen. Wo du sagst, okay, da passiert was. Da wird trainiert, da kämpft man dafür, da hat man große Ziele. Oder gerade unsere Kollegen, die Australier, die ja wirklich hier, da glaube ich, heute halt ganz happy waren, weil es ja doch einige Starter jetzt hier sozusagen an die Gruppe, bei den richtigen Weltmeisterschaftsrennen an den Start bringen. Ich habe gerade vorhin mit dem australischen Betreuer gesprochen und der hat gemeint, ja, sie haben sich riesig gefreut, dass sie zum ersten Mal auf dem Podest waren bei den Damen. In einem wichtigen internationalen Wettkampf, wenn man so will. Also für die ist das sicherlich das Highlight des Jahres. Ja, und gut, sie haben es ja, wenn man sieht, wie in Australien Langlaufsport betrieben wird, dann sind das Unterschiede wie Tag und Nacht. Also mit welchem Enthusiasmus, mit welchem Engagement, also das ist wirklich allertiefste Überzeugung, man investiert den letzten Penny, dass man da mit dabei sein kann. Und das ist natürlich, wenn es dann belohnt wird, wenn man dann im Endeffekt sich qualifiziert, den nächsten Schritt machen darf, dann ist es halt so ein kleiner Lebenstraum. Auf jeden Fall. Und die gehen wirklich krass. Die stellen ja auch eine Damenstaffel. Die Schweiz macht das übrigens nicht. Wäre ein anderes Thema. Aber das finde ich super, dass da diese Nationen da so Vollgas geben. Unser Freund Finn sicherlich einen großen Anteil. Also da in den letzten 10 Jahren gewaltig was auf die Beine gestellt. Also freuen wir uns auf die 10 Qualifizierten bei den Damen und 10 Qualifizierten bei den Herren dann am Dienstag und Mittwoch. Ja, Blick nach vorne auf morgen, die Sprintwettkämpfe. Klassisch auf einer, wie ich finde, nicht ganz einfachen Strecke. Wie schätzt Sie die Strecke ein? Ich finde sie hervorragend, sehr, sehr schön. Da kann man wirklich diagonal laufen, da wird man nicht durchstoßen können, sicher nicht. Und das wird wirklich diagonal Langlauf pur sein, man sieht auch die Schlussphase da mit dem Zieleinlauf wird sehr, sehr spektakulär sein, aber entschieden wird das vielleicht, oder vorentschieden wird schon im Anstieg, und das ist natürlich das, was wir sehen wollen im Klassenspiel. Was gilt es da taktisch zu beachten, sag ich jetzt mal? Ja, taktisch gilt es zu beachten, dass du an dem Anstieg dann noch mit dabei bist. Also das wird das Entscheidende sein. Also wenn man zweimal rauflaufen muss nach dieser schon langgezogenen, schnellen Abfahrtskurve, die muss man erstmal verkraften, den Schwung mitnehmen, dann am zweiten Anstieg noch dran sein. Und dann, sage ich mal, ist das große taktische Geschick, wirklich den richtigen Moment zu finden. Also ich sage mal, die Brücke wird wahrscheinlich so das entscheidende Ding sein, wo man ab dort letztlich die Attacken erleben wird. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich in der Abfahrt nach vorne treiben lassen, was aber gefährlich sein könnte, weil der Zieleinlauf oder die Zielgerade ist dann natürlich schon noch lang. Mhm. Also da zieht sie schon noch weit vor. Es war nicht mehr so steil, wie sie noch war. Aber leider. Ja, das weiß ich auch nicht, warum, dass man da entschärft hat. Vielleicht ist ihnen der Schnee ausgegangen, keine Ahnung. Oder vielleicht sind die Leute zu müde umgefallen. Nein, also ich glaube, das ist aber trotzdem immer noch spannend. Also weil es eben leicht bergauf geht, also man wird das Ding wahrscheinlich nicht von vorne weg gewinnen. Also wenn die da zu mehr dann auf diese Gegengerade kommen, dann wird es richtig spannend, wer dort im entscheidenden Moment den richtigen Sprint anzieht. Ja, das hört man auch aus dem Athletenlager, dass sie, die einen oder anderen, die wissen, dass sie im Endspurt vielleicht dann nicht so bei den Schnellsten sind, die haben schon ein bisschen Kummer jetzt. Ja, absolut. Im Vorfeld, das wird wahrscheinlich schon eine sehr enge Sache sein. Ja. Was erhofft man sich im Schweizer Team? Ja, da müssen wir dann die Qualifikation überstehen. Ja. Und das wäre schon ein Erfolg, denke ich. Die Chancen stehen sicher besser als im Weltcup, wo eben mehr Norweger am Start sind, jetzt da sind es nur 4 und auch von anderen Nationen, also die Möglichkeiten sollten hier sein. Sie müssen den nächsten Mal starten morgen und dann, wer weiß, mit ein bisschen Rennglück noch hinten raus. Halbfinalqualifikation wäre wahrscheinlich das höchste Gefühl. Deutschland? Wir müssen erstmal die Qualifikation überstehen, also gerade bei den Herren ist das eigentlich das schon fast das große Ziel. Bei den Damen muss man auch diese Hürde erst nehmen, Qualifikation überstehen. Und dann glaube ich, wenn man das mal geschafft hat, dann glaube ich, geht es eher besser. Und dann wäre natürlich so ein Top-10-Resultat eine schöne Geschichte. Wenn ihr euch jetzt auf einen Favoriten bei den Herren und eine Favoritin bei den Damen festlegen müsstet, oder einen Sieger und eine Siegerin, wer wäre das? Ich würde Damen Björgen sagen und du sagst dann den Mann. Also bei den Damen würde ich ganz klar auf Björgen tippen. Und du? Bei den Herren? Ja, den Herren, ich denke, der Peter Nurtig, das ist das Einzige, was ihm noch fehlt, diese Goldmedaille im Sprint. Oder? Sonst hat er bei den Weltmeisterschaften schon ausgewonnen, Gold. Also der ist sicher sehr, sehr heiß. Und der Bruder, der macht es ihm sicher auch nicht einfach. Die zwei sehe ich jetzt da schon vor allem.
an der Spitze. Okay, wir schauen es uns morgen an, werden es dann am Abend analysieren. Dann ist Jochen Behle zu Gast und ja, hoffentlich eine erfolgreiche Athletin. Ja, soweit von hier. Bis dann. Servus.